Wie lange dauert die Gründung einer OHG? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf der Seite der Kraus Gellner Rubinsky Anwaltskanzlei. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin mit meinem Team spezialisiert im Unternehmensrecht. Und in diesem Video geht es um die Dauer der Gründung einer OHG. Die OHG benötigt zunächst einmal einen Gesellschaftsvertrag. Und der Gesellschaftsvertrag, der wird erstellt, nachdem Sie eine Gründungsberatung vom Anwalt bekommen haben. Und vom Zeitpunkt der Mandatierung bis zur Erstellung des Gesellschaftsvertrages brauchen wir im schnellsten Fall 24 Stunden, wenn es ein Gründer besonders eilig hat und wenn wirklich Dringlichkeit besteht. Und ansonsten dauert der Schritt durchschnittlich 3 bis 4 Werktage. Danach wird für die OHG-Gründung ein Beurkundungstermin von uns organisiert. Und im Bundesdurchschnitt benötigen wir zur Organisation eines Beurkundungstermins auch wiederum 3 bis 4 Werktage. Hinterher wird die OHG ins Handelsregister eingetragen und da beträgt die durchschnittliche Dauer 2 bis 3 Wochen. Was wir aber auch empfehlen, ist es, nicht abzuwarten, bis die OHG ins Handelsregister eingetragen wird, sondern schon mit Beginn der Handelsregistereintragung, des Prozesses der Handelsregistereintragung, die Gewerbeanmeldung und die Steueranmeldung vorzunehmen. Und dazu bereiten wir diese beiden Dokumente auch schon vorab vor. Was auch ein wichtiger Tipp ist, Sie sollten auch bitte unbedingt Ihren Briefkasten beschriften, also das heißt an der Geschäftsanschrift der OHG, damit die Rechnung des Handelsregisters zugeht und die Gesellschaft auch wirksam ins Handelsregister eingetragen werden kann. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zur Gründung von Gesellschaften auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie selbst eine Gesellschaft gründen wollen, können Sie das gerne online über unsere Webseite machen oder uns gerne zu einer kostenfreien Erstberatung anrufen. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.